Platz 15, Ingrid Steger. Oh ja, Klimbim war Klamauk in seiner besten Form. Und die blonde Ingrid als Ulknudel vom Dienst immer mittendrin. 40 Jahre ist es her. Und sowas hatte man bis dahin nicht gesehen im deutschen TV. Ja, Spitze, top ist das. Kreuzspinnen, Vogelspinnen für Sammler. Nur 38 Mark das Stück. Gleich nach der Penne fahre ich hin. Der schwarze Zahn, ne? Wird man nie vergessen. Und die Zöppe. Das war wirklich das Enfant terrible dieser Serie. Ja, Ulknudel, ich finde die so süß. Die ganze Sendung war ja Pflicht. Das musste man ja sehen. Ich liebe den euren Stickelpuchs, obwohl ich bei seinen Pickeln stutz. Ich liebe den euren Stickelbrot. Die hat eine Art, naja, das ist schon das Berlinerische auch. So trocken weg, ne? Und das kann sie immer noch. Wir können richtig gut setzen. Also Mutti, du hattest mal wieder recht. Ich hätte nie einen Automechaniker heiraten sollen. Jetzt hör endlich auf zu telefonieren und komm ins Bett. Ja, ich komm ja schon. Ciao. Oh Gott. Na nun komm schon, diese ewige Telefoniererei. Ich bin müde. Aufgewachsen ist sie in Alt-Moabit. Drei Treppen, Berliner Hinterhof. Da hieß sie noch Ingrid Anita Stengert, bevor sie als Ingrid Steger vom Fotomodell zum Klimbim-Star avancierte. Ja, das war überkandidelt, das war schrill, das war bunt, das war auch die Gags, die da waren, die waren zum Teil unter der Gürtellinie und manchmal auch vollkommen dämlich. Ich dachte, du wärst in Paris. War ich auch, 4 Tage lang. Und, wie hat's dir gefallen? Dufte, ich hab den nettesten Masseur kennengelernt. Masseur, du meinst Monsieur, verstehst du? Da alles überkandidelt waren, hat das in sich gestimmt. Fand ich sehr komisch und sehr lustig. Monsieur ist ein Herr und ein Masseur, das ist ein Mann, der dich mit beiden Händen am ganzen Körper reibt und kneift und knetet, bis du dich wohlfühlst. Dann war es doch ein Masseur. Es ist komischerweise nicht so zeitlos geblieben. Es war wirklich aus dieser Zeit, aus dieser etwas psychedelisch verrückten 70er-Jahre-Zeit entstanden. Und da gehört es auch hin. Klim ist unser Ihnen. Und ist es mal nicht wahr? Dann mache ich mir einen Schlitz ins Kleid und finde es wunderbar.